Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Misericordias Domini, so heißt dieser Sonntag, übersetzt die Barmherzigkeit des Herrn. Hirtensonntag wird dieser Sonntag auch genannt. Wenn wir an Hirten denken, dann haben wir als Städter meistens ein ganz romantisches Bild. Wir sehen eine hügelige Landschaft vor uns, saftige Wiesen, fröhliche Schafe und einen Hirten, der das Leben genießt, der Hirtenmusik spielt, der gut isst, an der frischen Luft ist. Zur Zeit Jesu war das anders. Die Menschen kannten die Hirten. Sie wussten, was für eine anstrengende Arbeit es ist, Hirte zu sein. Die Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Und wenn wir romantisch an die Hirten denken, dann denken wir, er liebt die Schafe und will, dass es ihnen gut geht. Das ist einerseits richtig. Andererseits, jeder Hirte kümmert sich um die Schafe, weil er etwas von den Schafen möchte. Er hat Interesse an Wolle und Milch und Fleisch. Wenn Gott unser Hirte ist, dann heißt das, er will etwas von uns. Er kümmert sich um uns und er erwartet etwas von uns. Der Wochenspruch für diese Woche: Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Propheten Ezechiel im 34. Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr,
weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Halleluja. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln wird, jemals an einem Gute. Er weidet mich ohne Unterlass, darauf wächst das wohlschmeckend Gras seines heilsamen Wortes. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt so Gute. Das ist sein werter Heilger Geist, der mich macht Wohlgemute. Er führet mich auf rechter Straß, in seinem Gebot ohn Unterlass, um seines Namens willen. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglücke. In Leid, Verfolgung und Trübsal ist dieser Welt Tücke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse. Du breitest vor mir einen Tisch, vor mein Freund allenthalben. Machst mein Herz unverzaget frisch, mein Haupt tust du mir salben. Mit deinem Geist der Freudenöl und schenkst es voll ein meiner Seele, deiner geistlichen Freuden. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben.
und ich werd bleiben alle Zeit im Haus des Herrn leben, auf Erd in der christlichen Gemein, und nach dem Tode werd ich sein bei Christus meinem Herrn. Du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten. Der Befehl an Ezechiel, Gottes Wort an ihn. Ezechiel, ein Prophet, der wirklich mit ganzem Einsatz immer wieder Gottes Wort verkündet, der dafür viel auf sich nimmt, der manchmal verlacht, manchmal sogar geschlagen wird. Er zeigt, dass es ernst ist mit dem, was Gott ihm aufträgt zu sagen. Du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten. Und dann die Aufzählung, was die Hirten alles nicht gemacht haben. In solche Worte stimmen in unseren Tagen viele ein, die sich empören, was die Regierung alles falsch macht, die sich darin nicht gut genug behütet fühlen, die ihre Erwartungen haben. Gegen die Hirten zu wettern, das ist ganz einfach. Aber Hand aufs Herz, möchten Sie gern ein Schaf sein, ein Teil einer Herde? Ein Schaf, das in der Masse verschwindet? Ein Schaf, das auf Gras geführt wird und irgendwann geschlachtet wird? Sind diejenigen, die sich von ihren Hirten nicht gut genug behandelt fühlen, am Ende in dieser Konsequenz bereit, selber Verantwortung abzugeben? Meistens doch wohl nicht. Meistens legen wir doch alle Wert darauf, eigene, individuelle Menschen zu sein, mit Freiheit, mit Handlungsspielraum. Und wenn ein Hirte uns einsperrt, dann kämpfen wir dagegen. Das Bild des Hirten, es ist ein zwiespältiges Bild. Es ist ein gutes Bild, wenn es darum geht, dass sich jemand um uns kümmert. Es ist ein schwieriges Bild, wenn es heißt, dass wir nur kleine Schafe, nur Rädchen im Getriebe sind. Die Aufforderung, gegen die Hirten zu sprechen, wird genauer begründet. Die Hirten haben sich nicht um die Schwachen gekümmert. Sie haben das Schwache nicht aufgerichtet. Sie haben das Verirrte nicht gesucht. Sie haben sich nicht um die Herde gekümmert. Wie liebevoll es erwartet wird von den Hirten, was Gott von den Hirten seines Volkes erwartet, das ist sehr viel. Das grenzt an Selbstaufopferung, an Aufopferung für das Wohlergehen der Herde. Einige Verse fehlen in diesem Predigttext aus dem Ezechielbuch. Es gibt auch einige Verse, in denen der Prophet gegen die Menschen spricht, gegen die Herde. Ihr werdet zum frischen Wasser geführt, aber ihr zertrampelt die Wasserstelle und das Wasser ist trüb und die Nächsten können nicht mehr trinken, sagt er. Und ihr verwüstet die Weide. Ihr kämpft gegeneinander. Auch das hören wir in unseren Tagen immer wieder einmal über unsere Zeit. Der Vorwurf, wie geht ihr mit den Ressourcen um, den Ressourcen dieser Erde? Und schon sind wir nicht mehr nur die kleinen Schafe, die von Hirten bewacht werden, sondern wir sind selber diejenigen, die Verantwortung übernehmen für sich selbst, für die anderen und für die Zukunft. In unserem ganzen Predigttext ist immer von der Herde im Plural die Rede. Die Herde, die Schafe. Es spielt interessanterweise nie das einzelne Schaf eine Rolle, sondern die Gemeinschaft. Und zur Gemeinschaft einer Herde gehören ganz unterschiedliche,
zur Gemeinschaft einer Gemeinde, zur Gemeinschaft der Einwohner dieser Stadt, dieses Landes gehören ganz unterschiedliche. In einer Herde muss man sich gegenseitig ertragen. Die Herde kann nur überleben, wenn sie zusammenbleibt und es aushält, dass da manch merkwürdige Leute dabei sind, Menschen, die so anders sind als ich und du. Und sie gehören zur Herde dazu. Sie sind Geschwister für uns und wir dürfen zusammen leben und zusammenbleiben. Die Herde als Gemeinschaft, ein Bild, das in der Bibel sich immer wieder findet. Gemeinschaft, aufeinander Rücksicht nehmen und dann das tun, was dem guten Hirten obliegt. Sich um die Schwächeren kümmern, sich um die Zweifelnden kümmern, sich um die Ängstlichen kümmern. Die Strafrede gegen die Hirten. Das Ende ist nicht, dass die Hirten bestraft werden. Nein, sie sind nur einfach nicht mehr verantwortlich für die Herde. Und Gott sagt, ich selbst will mich darum kümmern. Ich will mich um meine Herde kümmern. Ich bin der gute Hirte für euch. Ich gehe mit euch. Ich stärke das Schwache. Ich richte das Gebeugte auf. Ich verbinde das Verwundete. Ich suche das Verirrte. Und das, was stark ist, das will ich beschützen. Gott wendet sich uns zu. Er ist unser guter Hirte, aber mit Erwartungen an uns, dass wir auf seine Worte hören, dass wir Rücksicht nehmen auf die anderen in der Herde, dass wir Zeichen seiner Liebe in dieser Welt sind. Gott kümmert sich um uns und er will etwas von uns. Er will, dass wir von Herzen ihm vertrauen, immer wieder aufs Neue. Amen. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und lieben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst dich zu Schanden wird. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du kennst uns, du kümmerst dich um uns, du sorgst dich um uns, wie ein guter Hirte. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in unserer Kirche, dass du sie stärkst und stützt, dass du ihnen Weisheit schenkst. Wir bitten dich für alle, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft, um unser Land. Wir bitten dich, Gott, dass du sie bestärkst und ermutigst.
Wir bitten dich für alle, die traurig sind, für alle, die hungrig sind, für alle, die nach Orientierung suchen. Sei du bei ihnen und stärke sie. Wir bitten dich für uns selbst, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen in dich, dass du uns zeigst, was wir tun sollen, was der Weg ist, den du uns führst. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Dein Wort, Herr, nicht vergiet, es bleibe ewiglich. So weit der Himmel geht, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erden. Durch deine Hand bereit.